Um die Verwandtschaftsverhältnisse genauer zu studieren, haben Forscher weltweit Speichelproben gesammelt. Bei der Genanalyse ist ein Chromosom besonders aufschlussreich, das Y-Chromosom. Es hat eine Besonderheit, die es von allen anderen Chromosomen unterscheidet. Nur Männer haben es. So wird das Y-Chromosom immer direkt vom Vater auf den Sohn übertragen. Entsteht dort eine Mutation, wird sie an alle folgenden Generationen weitergegeben. Forscher können so anhand der Abfolge der Mutationen einen Stammbaum erstellen. Die unglaubliche Erkenntnis: Alle Männer weltweit lassen sich heute auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführen. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.